Und ich, hier war gerade mal von Scham die Rede. Ja, ich würde anstelle des ersten parlamentarischen Geschäftsführers der AfD und seiner Verwaltungsleitung im Erdboden versinken angesichts der Debatte, die wir hier führen. Denn, meine Damen und Herren, wir haben am 13. Oktober im Vorältestenrat das erste Mal darüber geredet, dass der Anpassungsmechanismus, den dieses Gesetz vorsieht, geändert werden muss vom Deutschen Bundestag und dass das bis zur dritten Kalenderwoche im Januar 2018 erfolgen muss. Kein Widerspruch, keine Wortmeldung, kein Wortbeitrag der AfD, meine Damen und Herren. Wir haben darüber, meine Damen und Herren, und dann reden wir hier mit den Damen und Herren über Scham oder Peinlichkeit. Ich gucke da nur nach rechts, wenn ich das gerade sehe bei der Debatte. Und da werden heute, die Backen so aufgeblasen. Wie scheinheilig ist das denn? Frau Hasselmann, heute, Frau nein, ich lasse keine Frage zu. Wie scheinheilig ist das denn? So, und jetzt zuletzt meine Redezeit. Also, und dann zuletzt, ja, dann höre ich von Journalisten, mein Gott, die AfD hätte sich auch noch darum kümmern müssen, dass das überhaupt zur Sprache kommt. Was für ein Blödsinn, meine Damen und Herren. Die haben noch nicht mal einen Antrag auf Aussprache gestellt, der kam von der CDU-CSU. So ist die Lage. Und jetzt sage ich mal, wer meint hier im Parlament uns vorführen zu können, der muss früher aufstehen. Meine Damen und Herren, ja, wo ist eigentlich das Tabakwerbeverbot geblieben? Und jetzt fragen sich vielleicht manche, warum spricht die das eigentlich im Zusammenhang mit Lobbyismus an? Ja, weil es dahin gehört, meine Damen und Herren. Wir haben nämlich jahrelang im Deutschen Bundestag darüber geredet, dass es endlich zum Schutz der Gesundheit, zur Gefahrenabwehr dieser gefährlichen Droge Tabak, dass es endlich ein Tabakwerbeverbot geben muss. Und plötzlich, meine Damen und Herren, was ist während der Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD passiert? Es ist aus den Koalitionsverhandlungen entschwunden. Niemand von Seiten der SPD und der CDU/CSU ist mehr dafür, gegenüber den großen Lobbykonzernen der Tabakindustrie ein Tabakwerbeverbot durchzusetzen. Ist das nicht Beweis genug dafür, meine Damen und Herren, dass wir mal über Einflussnahme und Lobbyismus reden sollten? Wir sind doch hier nicht in irgendeiner Bude, Herr Gauland, in der Sie Ihre Hetze, und Ihren Geifer, an dem Sie sich berauschen, ablassen können. Wir sind hier im Deutschen Bundestag und ich fühle mich manchmal beschämt, im Parlament solch völkisches und diffamiertes Gerede zu hören. Und deshalb müssen wir heute auch einmal darüber sprechen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, und Gauland setzt dann noch einen drauf und meint, Aydan Özus sogar entsorgen zu können. Wo leben wir denn hier? Dem muss es einen Widerspruch geben. Das ist doch klar. Die deutsche Staatsbürgerschaft. Sie hetzen hier über Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft in und außerhalb des Parlaments. Und manchmal frage ich mich, ob das Ihren intellektuellen Horizont überschreitet, dass Menschen mit einer deutschen Staatsbürgerschaft nicht nur Meier, Müller, Hasselmann oder Schmidt heißen. Ich habe das Gefühl, das verstehen die gar nicht. Wir drei Fraktionen haben das beschlossen, denn eine Fraktion im Deutschen Bundestag, deren Redner das Parlament und die Parteiendemokratie so verächtlich macht und gleichzeitig sich solche Finanzierungsquellen verschafft, bis wir da einen gesetzlichen Riegel vorschieben, wie den Handel mit Gold. Den mussten wir erst mal verbieten im Parteiengesetz, damit sie aufgehört haben, sich darüber staatliche Parteienfinanzierung ans Land zu ziehen. Und, meine Damen und Herren, wir werden uns jetzt auch mit den dubiosen Vereinsfinanzierungen beschäftigen müssen, über die Sie versuchen, Ihre Eigenfinanzierung zu erhöhen und danach mehr staatliche Parteienfinanzierung zu kriegen. Deshalb hören Sie auf mit dem Thema, wir sind hier der Saubermann. Das sind Sie nicht. Und die Verächtlichmachung des Parlaments
steht Ihnen so nicht zu. Ich rate dazu, den Kollegen Brandner hier heute Abend nicht so wichtig zu nehmen. Das ist jemand, der nimmt das Parlament nicht ernst. Der ist in der letzten Sitzungswoche hier nach seiner Rede abgezogen und hat uns bis 2:30 beraten lassen, hat sich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Saaldienstes hier verabschiedet mit den Worten "Schönen Abend noch". Das ist ganz besonders witzig anscheinend aus Ihrer Sicht, denn die Leute fahren mit der S-Bahn nach Hause und sind dann nächtens irgendwann da. Aber das interessiert Sie ja alles nicht, weil die Verächtlichmachung des Parlaments ist ja eine Ihrer Spezialitäten, meine Damen und Herren. Und das sollten all diejenigen wissen, die ihm heute Aufmerksamkeit geschenkt haben. Sollten wir uns aber zwischen demokratischen Fraktionen darüber verständigen, dass es klaren Regelungsbedarf gibt nach dem Bericht des Bundesrechnungshofes, meine Damen und Herren. Und ich finde, dass man das an dieser Stelle gemeinsam auch vereinbaren sollte. Wir haben ganz klar, ich will Sie gar nicht dabei haben, wissen Sie, haben Sie das noch nicht gemerkt? Und das Gute ist, und das ist das Allerbeste, auf Sie ist hier im Parlament niemand angewiesen, ja? Das ist schon mal ganz klar. Da plustert sich doch in aller Ernsthaftigkeit dieser AfD-Typ hier auf und sagt, es gäbe keinen Gleichstellungsauftrag. Und dann auch noch so tun, als wäre man Jurist. Meine Damen und Herren, der kennt den Artikel 3 des Grundgesetzes, glaube ich, nicht. Ich lese Ihnen den mal vor. Alle Menschen sind gleich vor dem Gesetz. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Und dann noch der Artikel 3 Grundgesetz, Ziffer 3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes benachteiligt werden. Denken Sie darüber mal nach. Wäre ganz gut. Aber mein Gefühl ist, auch Denken hilft da nicht weiter. So mancher macht das Brett vom Kopf zur Waffe. Aber meine Damen und Herren, darauf kommt es denen doch gar nicht an. Den Damen und Herren von der AfD oder sagen wir lieber den Herrn von der AfD. Gucken Sie sich den Gesetzentwurf an. Herr Heveling, Sie haben es gesagt, gestern Nachmittag kam er dann auch irgendwann mal. Ja? Haben Sie lange für gebraucht, die Qualität hat es nicht verändert. 30 Unterzeichner trägt dieser Gesetzentwurf, davon 28 Männer, 2 Frauen. Der Gesetzentwurf ist ein ziemlich schlechter Versuch, das Parlament, die Parteien und die Menschen in unserem Land zu trollen. Aber wir sind hier nicht auf Twitter und auch nicht im AfD-Newsroom. Wir führen hier ernsthafte Debatten über solche Fragen. Meine Damen und Herren, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung eines Kollegen von der AfD? Erhan, glaube ich. Nein, ich habe keine Lust auf Fortbildungsprogramme. Meine Damen und Herren, Ich mache dann mal weiter. Ich habe das Gefühl, wir sitzen ganz gut am Kern der Debatte. Ja? Wenn auf dem Gesetzentwurf Stefan Brandner derjenige ist, der als Erster oben genannt wird und dann hier auch noch redet, dann glaube ich, hat niemand von uns die Erwartung, dass es wirklich um eine grundsätzliche Abwägung in einer solchen Frage geht, wie der Verfassungsrahmen für die Wahl und die Amtszeit einer Bundeskanzlerin oder eines Bundeskanzlers aussehen soll. Und meine Damen und Herren, wer sich nicht mehr daran erinnert, ich will nur an den Tag der Wahl der Kanzlerin noch mal zurückerinnern. Da gab es ja einige Abgeordnete aus der AfD, die meinten, ihren Stimmzettel auf dem Herrenklo und ihre Nein-Stimme dort fotografieren zu müssen. Ich glaube, der Kollege gehört da auch dazu. Ich habe es nicht mehr ganz so in Erinnerung. Aber es waren Peinlichkeit und Geschmacklosigkeit und an Würde gegenüber des Amtes nicht zu überbieten, meine Damen und Herren. Sie können es einfach nicht. Und das ist ein Problem. Das ist auch ein Problem für Ihre Fraktion. Sie bringen sich heute wieder in Schwierigkeiten. Was ist das für eine Nummer? Sie haben am Dienstag
Sie haben am Dienstag diesem Verfahren zugestimmt. Der Kollege Große-Brömer hat in der parlamentarischen Geschäftsführerrunde gefragt, und zwar alle, wenn am Mittwoch eine Einigung im Vermittlungsausschuss zustande kommt, sind dann alle mit dem Fristverzicht einverstanden und werden wir das dann am Donnerstagmorgen hier beraten? Ja, war die Antwort, meine Damen und Herren. Und hier heute so einen Hermann zu machen, das geht nicht. Kümmern Sie sich mal darum. Machen Sie mal Ihre Arbeit. Das wäre angesagt. So, meine Damen und Herren, so viel dazu. Der Vermittlungsausschuss sieht eine Ergebnisberatung ohne Aussprache vor. Das war heute vorgesehen. Nichts mit Kungelrunde. Und Herr Müller, zu Ihren Ausführungen noch als Ergänzung. Die Kollegen haben sich einmal gemeldet bei den zwei VA-Arbeitsgruppensitzungen, die länger als 10 Stunden gedauert hat. Und zwar, um Wert darauf zu legen, dass im Protokoll steht, dass sie sich an der Diskussion nicht beteiligt haben. So sieht die Sache nämlich aus, meine Damen und Herren. So, und jetzt na, noch eine frauenfeindliche Bemerkung vorher, oder geht's noch? Geht's noch? Ja? Okay. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, nee, die liefen sich gerade schon warm. Ich wollte nur daran erinnern, dass es dann sicher einer hört und im Protokoll steht. Da startet der Abgeordnete Brandner mit den Worten: Ein Thema bewegt Deutschland. Parlamentarische Staatssekretäre. Also, es sind ja ziemlich viele Leute heute da. Wissen Sie was? Ich glaube, und das finde ich gar nicht schlimm, dass 2/3 der Bevölkerung überhaupt nicht wissen, was Staatssekretäre und parlamentarische Staatssekretäre überhaupt sind. Und ich frage mich einfach mal, in welcher Welt lebt denn der Abgeordnete der AfD? Und wahrscheinlich ist es doch so, meine Damen und Herren, insgeheim wäre er doch am liebsten selber einer, oder? Mann, 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 wäre das großartig, sich keine Gedanken mehr zu machen. Aber ich sage Ihnen, wissen Sie was, Herr Brandner, nicht nur weil wir alles tun werden und die demokratischen Kräfte in diesem Land Ihnen diese Aufgabe niemals in der Regierung zuweisen werden. Deshalb ist das ein rein hypothetischer Fall. Kommen Sie wieder runter, denken Sie nicht zu lange drüber nach. Aber Ihre Arbeitseinstellung, die würde auch nicht zu dem Aufgabenportfolio eines parlamentarischen Staatssekretärs passen. Also von daher, daraus wird einfach nichts.